Gleich geht's weiter mit dem Vlog. Wir haben hier den zweiten Tag und wir haben hier den Wladimir, der hat ein paar schöne handgebaute Gitarren dabei und die zeigt er uns jetzt mal kurz. So, einmal, das ist einmal Gitarre aus Altholz, aus 60 Jahre alte Fichtenbretter. Hier war noch so ein bisschen Nägel drin, habe ich rausgeholt, natürlich besser zum Fräsen. So, und das ist recycelte Nussbaumdecke. Die Gitarre wurde hohl gefräst. Nussbaumdecke kommt aus Rest aus Furnierindustrie. Das ist 1A Qualität Holz. Ne? Und Besonderheit wieder dieses Jahr, Griffbrett ohne Radius und ganz dicke Bünde. Und niedrige Seitenlage. Cool. So. Und handgewickelte Tonabnehmer natürlich, wie immer. Von dir? Genau. Geil, alles selbst gemacht. Ja. Ist das so ein bisschen so ein nachhaltiger Gedanke? Genau, so nachhaltiger Gedanke, cool. Und Spaß an der Sache. Na, kannst du mir noch mal ein paar andere zeigen? Ja, ich habe hier, das ist ja Klassiker, das ist nachgebaute Les Paul Junior. Ich wollte nur zeigen, wie ich reliken kann. Das ist Nitro-Lack, ein bisschen Relik, auch mit handgewickelten Tonabnehmer. Ein bisschen auch Relik im Tonabnehmer. Also ein bisschen so alt. Sieht cool aus. Ja? Ja, und so ein paar unfertige Projekte. Einfach nur ein bisschen Holz mitgebracht, Griffbretter, ein Body aus altem Holz. Das ist auch sehr alt. Kann man gut draus. Les Paul Junior, oder? Ich habe mal eine Idee gehabt, dass ich hier Telecaster Bridge reinmache und P90er und dann mit meinen Hals natürlich. Ja, ne? Was anderes, cool. Ja, ja, total. Ja, hier einheimische Hölzer. Ich mache nochmal auf dich. Ja. So, einheimische Hölzer natürlich. Wo ist einheimisch? Wo bist du her? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, nahe Bielefeld, Räder-Wiedenbrück ist das. So, das ist. Nussbaum, Kirsche und Esche für Griffbretter. Jeder würde sagen, jetzt bei Weichholz, das geht nicht für Griffbrett. Aber bei meiner Bünde schließe ich das aus. Ja, weil der Finger dann kaum das Griffbrett berührt. Das berührst du nicht. Ja. Sehr cool. Gut, ja, dann vielen Dank dir für die kleine Präsentation. Bitteschön. Dieses Griffbrett, sehr interessant, weil normalerweise ist ein Griffbretter ja gewölbt, wird irgendwie 12 Zoll oder sowas, ja? Ja, 7 und Zoll gibt es ja auch. 7 Zoll, und dann hast du das Problem, wenn du eine E-Seite zum Beispiel ziehst, dass die abstirbt irgendwann hier. Guck mal hier, ne? Ich habe jetzt wirklich sehr krass gezogen. Ja. Es war fast eine Quarte und da stirbt halt nichts ab. Ja, das ist der Vorteil von diesem. Und ich merke jetzt hier keine Nachteile, das müsste jetzt mal stimmen, aber ich merke hier absolut keine Nachteile von diesem geraden Griffbrett, was mich wundert. Klassikgitarren haben übrigens auch gerades Griffbrett, ne? Habe ich gerade gelernt. Jetzt habe ich die E-Seite so krass gezogen, dass es sich verstimmt hat. Okay. Also Barré-Griffe hier, F-Barré, ist überhaupt kein Problem. Und warum machen das nicht mehr mit diesem geraden Radius? Also hat kein Radius. Ja. Gerader Radius, was ein blödes Wort. Ja, und ansonsten spielt er sich auch verdammt gut und ist schön leicht. Hier sind wir am Stand von Kaufmann Guitars aus Holland. Aus Holland, richtig. Und ja, du stellst dich selber vor. Ja. Und du führst uns kurz über den Stand. Moment. Okay. And you're on. Okay. Ich bin Paul von Kaufmann Guitars und wir sind eine niederländische Marke und wir bauen Gitarre seit 2015. Und wir sind angefangen mit, selbstverständlich, dieses Modell hier. Und was diese Gitarre in unseren Augen besonders macht, ist, das, was wir sagen, ist all about the feel. Es geht um das Gefühl, die Gitarre. Es soll gut aussehen, aber wenn man das anfasst, dann soll man gleich die Idee haben, ah ja, das ist richtig, das ist die gute Gewicht, das ist die gute Gefühl am Hals und so weiter. Dann sind wir danach haben wir das T-Modell gebaut, die sind hier. Und im Moment bauen wir 90% dieses Modell in Paulownia. Und Paulownia ist sehr, sehr leicht. Diese Gitarre zum Beispiel wiegt
2600 Gramm. Wow! Das ist wirklich leicht, ja. Ja, versuch's mal. Wow, nein! Ja. What? Ja. Das ist, viele Leute mögen das, wenn die Gitarre leichter sind. Vielleicht ist das unsere Eltern. Weiß nicht, aber... wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Dann, wenn wir das leichtes Holz entdeckt haben, dann, wir möchten ein eigenes Modell haben. Die sind inspiriert bei den traditionellen Modellen. Da sind wir hier mitgekommen. Und das ist ein Offset-Modell. Aber es ist ein ziemlich großer Körper. Und um das spielbar zu machen, soll das Holz leicht sein. Und da habe ich auch gesagt, es soll bequem sein. So, es gibt tiefe Körperaussparungen. Und das macht, dass die Gitarre sehr einfach zu bespielen ist. Man geht gut höher auf die Halse hin. Und das ist, naja, das ist ja ein Decken so fast. So. Und wie viel wiegt die? Diese ist so 2700. Ja. Diese Gitarre, die alles unter 3 ist verdammt leicht. Ja. Normale Gitarre ist 3,5. Ja. Normale Telecaster oder Stratocaster, der ist so 3,4, 3,6. Ja, das ist der Cozy Modell. Die haben wir vergangenes Jahr Januari introduziert. Und jetzt, heute, das ist der Gitarre Nummer 150. Also wir sind sehr stolz darauf, dass eine kleine Bauer wie wir ein neues Modell introduzieren kann und 150 Gitarren verkaufen kann. Das ist, also das Holz ist ein anderes. Das ist, wie ist der Name des Holzes? Bologna. 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 Okay. Ja. Und wie werden die Gitarren gebaut? Handgebaut in Holland? Das ist viel Handarbeit dabei, aber das Holzwerk ist alles CNC. Das ist sicherer, alles besser. Holland? Alles in Holland, ja. Mhm. Ja. Und was kostet so eine Gitarre, wenn ich jetzt zum Beispiel diese hier nehme? Der werde fast 3000 sein. Mhm. Aber das fängt an mit zum Beispiel diese Gitarre. Die ist 1759. Ja, die ist schön. Ja. Das ist, na, ich glaube, das ist sehr preiswert. Und wenn ich in Deutschland eine solche Gitarre kaufen möchte, wo gehe ich dann hin? Ins Internet? Oder? Ja, man kann ins Internet gehen, aber wir haben auch Verhändler. Wir haben Jay's Guitar Store, BTM, Musikhaus Taunus. Musikhaus Taunus? Richtig. Musikhaus Taunus, da siehst du mal. Das ist bei mir um die Ecke. Ich wohne da mit dem Fahrrad 20 Minuten weg. Naja, das ist einer unserer Verhändler. Ja. Super. Ja. Dann muss ich da mal hinfahren und alle von euch testen, glaube ich. Das wäre eine wirklich gute Idee, ja. Ja. Super, dann vielen Dank für die Führung über den Stand. Okay. Hier sind wir am Stand von Maybach und neben mir ist der Nick Page, der euch schön über den Stand führen wird. Mach ich das, ja? Go, Nick. Okay. Moment, ich drehe rum. So. Ich mache was für euch. Heavy Relic, Vega Trem, wunderschönes System. Kenne ich, ist der Hammer. Ist der Hammer. Federleicht natürlich. So ganz ohne Worte, sage ich einfach gar nichts zu. Ja, geil. Also das Aging bei Maybach, muss ich jetzt hier nochmal sagen, das Aging bei Maybach ist einfach der Hammer. Die sehen aus, als ob sie irgendwie 40 Jahre alt wären und fühlen sich auch so an. Muss ich gleich eine Geschichte zu erzählen. Das hier ist ganz was Neues. Best of both worlds, sag ich mal. Ne? Toller Neck-Pickup, Ember-Pickups, beide. Neuvorstellung, Baron 61. Baron-Shape, angelehnt an einen Klassiker mit 3 Single-Coils. Wo ich dich gerade hier habe, Nick, kannst du mal meinen Zuschauern erklären, was der Unterschied ist zwischen den Standardmodellen, also jetzt zum Beispiel einer Lester, dann einer Custom Shop
und dann am Masterbild. Also, außer am Preis. Standard-Gitarre wird in Tschechien produziert. Custom Shop wird auch in Tschechien produziert, aber mit selektierten Hölzern und selektierten Parts von uns. Masterbild wird in Wuppertal mit der Hand produziert, wird nur mit CNC vorgefräst. Selected Wood, selektiert von mir, zusammengebaut von mir und meinem Team. Alles aus Wuppertal, die hochwertigsten Komponenten und alles in Deutschland gemacht. Bis auf die CNC-Arbeit. Also in Deutschland handgebaut, außerhalb ein bisschen vorgefräst in Tschechien. Genau, ja. Richtig. Cool. Jetzt wissen wir es. So sieht's aus. Und dann kommt dabei zum Beispiel sowas raus. Naja, die wiegt ja unter, deutlich unter 4 Kilo. 3,6. Zwei Seiten vergessen, aber trotzdem cool. Cool. Ah, jetzt hab ich's. Hat ein bisschen gedauert. Ja, absolut. Ah, und eure Neuheit hier, ne? Gab es vorher nicht. Sie ist neu auf der Messe, ne? Also auf der Gitarre-Summit. Das habe ich nur für euch gemacht, die genau so alt seid wie ich und auch in die Midlife-Crisis gekommen seid. Wir brauchen sowas. Das ist doch original, wie heißt da? Ja. Michael Schenker. Auch. Rudolf Schenker. Oder Kirk. Ja. Oder was wir halt so mochten. Als der Kirk. So. Nochmal so ein Klassiker. Warten ja viele Leute drauf, habe ich gehört. Oh ja, liegt genauso bitte. Bitte genauso. Das ist eine Burst, ne? Das also ist eine Burst. Fett. Wo ist meine Lieblingskonvert? Ah. Einer meiner persönlichen Favoriten für die Show. Muss man so im Licht so ein bisschen sehen. Ja, was wie so geil. Ins Grün turned. Bixby auch immer schön. Wunderschön. Und dann der Alex hier hat auch irgendwie ein Signature-Modell bei euch jetzt, habe ich gehört. So sieht das nämlich aus. Der unterschreibt da gerade. Der unterschreibt gerade, genau. Hi Alex. Hi. Du bist im Video. Ja, ich unterschreibe aber seine Gitarre. Ach so. Das ist mein. Gleich mehr wert. Oh, oh geil. Oh geil. Vielleicht will ich so eine. Es kann sein, dass ich so eine will. Und es ist wirklich toll. Ist nachempfunden seiner Gitarre. Ich weiß, kennst du das Original? Ja, ich hab dich ja. Schon mal gesehen mit ihm, ja. Entschuldigung, ich und das Gaffer-Tape am Tonboden ist das... Original. Ja. Wie beim Original, geil. Original. Oh. Nur das bei seiner hält Servus. Besser. Ja. Da muss ich noch das richtige Produkt finden. Warte, ich bin sofort... Scalloped ab dem 10. Bund, ne? Ja, ich liebe Scalloped. Ja, Floyd. Original Schaller. Ja, mit das Beste, was es gibt. Summer Denken, Little Screaming Demon, ein Van Zandt Single Coil und ein DiMaggio AS2. Drei Pickup-Marken in einer Gitarre, geil. Geil, ne? Und noch ein Speedpod vom gewissen Mr. Ingo Malmsteen. Mhm. Kannst du ganz kurz die Gitarre in die Hand nehmen, Alex? 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 Ganz kurz die Gitarre in die Hand nehmen. Dann haben wir ein schönes Bild. Yeah! Und gleich noch das auch noch. Und, wie findest du sie? Mega. Also ich meine, das ist eine Maybach, da braucht man eigentlich nichts zu sagen. Und die ist ja deiner original nachempfunden, ne? Genau. Und eine 1:1-Kopie. Könntest du die blind unterscheiden? Mit Augen zu und zwei Whisky oder so? Ja, das mit dem Whisky. Nee, könnte ich nicht. Geil, ja, so muss es ja sein. Wirklich mega. Und ich gehe ja gleich damit auf die Bühne. Ne? Cool. Und zum ersten Mal. Wow. Und bin auch schon ganz gespannt. Ich auch. Freu mich. Super. Ja, super. Alles klar. Ja, dann alles danke klar. Dir, Nick. Na, und danke dir, Alex. Ja, gerne. Hoffentlich hat man das jetzt gehört. So. So, es gibt ja noch eine wichtige Frage, die ich dem Nick schon immer stellen wollte. Es ist ja immer die Diskussion, kommt der Sound nun aus den Fingern oder kommt der Sound aus dem Holz, aus den Pickups? Wo kommt der Sound denn her? Nee, ich muss nochmal. Ich hab den weg bei dir.
Also bei der Frage, ob der Sound der Gitarre aus dem Holz kommt oder aus dem Finger, muss ich sagen, nachdem ich das jetzt 30 Jahre lang mache, beides nicht. Der Sound von der Gitarre kommt aus der Seele des Gitarrenbauers. Und wenn der raucht und trinkt, dann wird das gut. Und wenn der nur Mate-Tee trinkt und den ganzen Tag so mi, 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 dann wird das eben nix. So funktioniert das mit dem Instrumentenbau. So, ganz kurz, ich bin hier am Strand von, ich muss ein bisschen näher kommen, weil ich glaube, das nimmt nur das Mikro auf. Ja, okay. Am Strand von Hagström, wie spricht man das aus? Hagström. Hagström. Und es gibt ein paar Neuheiten und Hagström bauen richtig geile Gitarren. Und das erzählt aber jetzt jemand anders. Okay. Und du kannst dich direkt vorstellen. Hallo, ich bin der Thomas Thürling von Core One Music in Marburg und ich stelle euch jetzt sehr gerne die neuen Sweet und Super Sweet Modelle vor. Die haben wir jetzt kürzlich lanciert. Es sind unterschiedliche Varianten, ganz grob kurze Mensur, lange Mensur. Dafür ist Hagström bekannt, dass es die Single Cut in einer 648er Mensur gibt. Und die haben einige Innovationen jetzt mit am Start, die bei beiden Mensurlängen zum Tragen kommen. Wenn wir jetzt hier eine Suite sehen, das ist die mit der klassischen kurzen Mensur, wie ein LP-Spieler das vielleicht kennt, hat aber einige Vorteile gegenüber, sagen wir mal, so einem Standard-Single-Cut-Brett. Hat ein kalibriertes Pickup-Set von Johan Lundgren, Lundgren Designs. Boah, ich liebe Lundgren-Pickups. Aniko 2 Magneten, also haben aber genug Dampf. Kenner der Hagström-Materie werden sehen, dass die Suite keinen Tonfilter-Switch mehr hat. Das haben wir zugunsten einer anderen Schaltung fallen gelassen. Die hat jetzt auch einen individuellen Coil-Split. Das heißt, du kannst die Humbucker auf Single-Coil-Betrieb umrouten. Die Gitarre hat Edelstahlbünde. Sehr gut. Neue Locking-Mechaniken mit 19:1 Übersetzung. Und einen sogenannten Nape-Tenon-Korpus, Halskorpusübergang, der auch noch zusätzlich skulpturiert ist hier. Er sieht sehr ergonomisch aus, ich hoffe, das sieht man auch auf dem Video gut. Also selbst bei meinen langen Flossen, ich komme da wunderbar hin. Und die Gitarre sieht von vorne aus wie das klassische Modell, aber ist trotzdem komfortabel zu spielen. Gewicht sind so, es variiert zwischen 3,5 und knapp unter 4 Kilo, kannst du sagen. Ja, es ist eine voll massive Gitarre, es ist keine gechamberte Gitarre. Habt ihr Mahagoni verwendet? Oder? Ja, das Gabun-Mahagoni. Ein Tribut an die Familie sind die Einlagen mit diesem Crown-Emblem. Was wir noch haben, das ist Nape 10-System an dem Hals-Korpus-Übergang, wollte ich kurz erzählen. Normalerweise ist dieser sogenannte Long Mortison 10 eigentlich ein Konstruktionsmerkmal, was nur bei wesentlich teureren Custom-Shop-Gitarren zum Einsatz kommt, weil man das manuell anpassen muss. Genauso wie der auch diesen Hals-Korpus-Übergang manuell anpassen muss. Und deswegen für eine Gitarre, die 12,49 inklusive Koffer kostet, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Angebot. Und wie gesagt, es gibt diese Gitarre in Ausführung Sweet, das ist die kurze Mensur, und Super Sweet, das ist die lange Mensur. Ja. Ja, super. Wo werden denn die Gitarren gebaut? Die Gitarren werden in China gebaut, ein Workshop, der speziell für uns arbeitet. Und wie gesagt, wenn Handarbeit am Start ist, dann muss man auch da visiertes Personal haben. Wird geleitet von dem amerikanischen Gitarrenbauer David Lee. Der hat seine Meriten sozusagen in der Szene schon seit langem verdient. Wir nennen jetzt nicht die Vorgängerfirmen, aber auf jeden Fall, der kriegt von Schweden dieses Designpaket und baut dann nach unseren Vorgaben diese Gitarren. Wir haben noch neu am Start Variation-Finish-Optionen bei der Phantom, die auch damals wie eine Bombe eingeschlagen ist. Ghost. Phantom, die ja. Bombe ist. Das ist doch dieses Flugzeug, Phantom, gab's doch mal so. Auch so, ja. Genau. Die hat für Überschallknall damals gesorgt noch. Genau, also Bonn-Film, ne? Feuerball. Genau. Gibt es jetzt in diesem wunderbaren Warren Denim oder auch in dem Mystique und auch die Standard Ultramax in dem Mystique Burst und auch die Ultra Suite, die ist etwas kleiner, die hat ein Dinkle Buddy, ein Dicky Buddy und aber auch da den Coil Split. Ne? Das sind bei uns hier zumindest die Hagström News. Wenn wir weitergehen wollen, können wir direkt bei Sterling weitermachen. Ja, gerne. Da gibt es eine Variante. Also Sterling muss man mal kurz erklären, das ist ja die von Music Man Design, richtig? Genau. Kannst du das sagen? Genau, kannst du. Ja. Und aber dann in China oder wo ist das gefertigt? Indonesien. Indonesien, genau. Genau. Also das ist praktisch die Indonesien-Ableger von Music Man. Genau, wenn du so willst. Sehr gute Gitarren. Die Cutlass in der neuen Variante hat einen Mid-Boost, was ganz nett ist.
hat auch diesen Roasted Maple Neck mit den Block-Inlays, sehr schön. Gibt es in verschiedenen Farbvarianten, ein sehr gutes Angebot, auch knapp um die 1000 Euro im Laden. Dann die von der St. Vincent bekannte Goldie, auch hammerhartes Brett. Ja, das war eine ganz andere Gitarre, ne? Das ja. war gar nicht Standard. Cool. Ja. Und die Albert Lee in P90-Ausführung. Die gab es vorher nur in Humbucker-Varianten. Ne? Auch die fantastisch. Ja, und hier die, wie heißt sie? Das ist eine Majesty. Die Majesty. Von John. Die gibt es allerdings schon etwas länger. Das ist die. Ja, klar, in, die ist nicht neu. Ja. Ist nicht komplett neu, aber auch da sozusagen eine wunderbare Variante, auch mit Dimaggio Pickups. Ist natürlich dem Original. Hat jemand gesagt, dass er die der Originalen bevorzugt? Echt? Ja. Das hört man natürlich, das hört man natürlich gerne, aber klar, man kann eine Custom-Shop-Gitarre in dem 4.000, 5.000 Euro Bereich nicht mit einem Instrument, was sagen wir, unter 2.000 Euro liegt, vergleichen. Natürlich nicht, aber, es gibt aber ja gerne genommen. Gerne genommen. Ne? Und auch ganz brandneu ist die Valentine in Chamber. Und auch mit der Bixby-Option. Das ist eine Gitarre, die bei 1449 liegt. EVP. Und auch wunderbar. Hat auch hier die bekannten Optionen. Mit einem Volume Boost. Und butterweiche Vibrato-Action mit dem Bixby. Ja, cool. Ja, super, hört mal lieber. Vielen Dank für die Präsentation. Ich bedanke mich. Von den Gitarren. Und dann, habt eine sehr gute Messe. Und ja, viel Spaß noch. Danke dir. We'll be right back.